Ein echtes Gespräch, das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren. Wie ein echtes Gespräch halt. Kollege hat schon mal stilechter eine Zigarre liegen. Das gehört sich so, ne? Oder? Hätte ja nicht gedacht, dass ihr so einen Service habt. Super. Wir haben einen super Service hier. Und wir mit ZDF jetzt hier geht alles. Wo ist das Koks? Das machen wir alles nach der Sendung. Jetzt ist mal, warst du eigentlich als Gangster-Rapper schon mal im Gefängnis? Hast du Gefängniserfahrung gesammelt? Ja, viele meiner Kollegen sitzen im Knast. Und die habe ich natürlich besucht und ihnen einen Kuchen mitgebracht mit einer eingebackenen Pfeile. Aber nein, ich selber war jetzt mal, um ernsthaft hier auch mal eine Diskussion vielleicht ins Rollen zu bringen. Ja, danke schön, danke schön. Das ist natürlich so eine Sache, da muss ich sagen, da war ich immer zu schlau für, als dass ich mich erwischen lasse und in den Knast komme. Kann man da stolz drauf sein, wenn man als Rapper sagt, ich war schon mal im Gefängnis, oder ist das eigentlich, denkt man nicht, ganz schön dumm von dir eigentlich? Na, es kommt drauf an, ne? Wenn du natürlich wegen Schwarzfahren im Knast landest, ne? Dann ist nicht so cool. Das ist ein bisschen uncool, ne? Aber dann erzählst du eine geile Story und sagst, du machst ja, genau, ein Goldraum kannst du dich schon mal erwischen lassen, dann ist es immer noch cool. So, ne? Es kommt auf den Einzelfall an, auf das Kriminaldelikt kommt es an. Ja. Aber wie ist denn das, wenn man so sagt, man ist zuhälter Rapper, dann gibt es dann Leute, die das ernst nehmen? Was ist ja eigentlich dein Trademark, dass du auf deinen Platten gerne sagst, ich bin der zuhälter Rapper, Kollege. Und dass dann irgendwie dass da irgendwelche Leute auf den Plan gerufen werden, dich zu verfolgen, oder dass du schon mal beobachtet worden bist von der Polizei oder so? Ist schon mal irgendwas passiert? Ja, wirklich? Ja. Also es birgt natürlich viele Nachteile, die man so gar nicht mitbekommt im Leben. Natürlich ist es beim Hauskauf zum Beispiel. Oder beim früher, als ich noch zur Miete gewohnt habe. Ja. Wer wohnt denn noch zur Miete? Keiner hier am Tisch. Wir nur lachen. Aber ich sag mal so, das verbaut einem natürlich hier und da mal was. Ne? Ja. Also da sagt irgendwie der Vermieter auch, ja gut, Herr Blume, gar kein Problem, können Sie haben, die Wohnung. Am nächsten Tag hat er dich mal gegoogelt und dann sagt er, auf gar keinen Fall, ne? Das passiert oder... Hast du es denn auch manchmal, wenn du jemanden triffst, den du sehr, sehr schätzt? Und es gibt ja auch Leute, ich habe ja auch zum Beispiel sehr grenzwertigen Kram im Fernsehen gemacht. Und ab und zu trifft man so auf Leute. Also besoffen auf dem roten Teppich, Leute angepöbelt. Ja, unter anderem so cholerische, infantilen Scheißdreck gelabert. Und manchmal trifft man dann auf Leute, die man sehr schätzt, wo man auch weiß, die kommen vielleicht aus einem anderen Kreis oder so. Und dann sagen die, was machst denn du so? Und dann willst du denen ja nicht gleich erzählen, ich bin Zuhälter-Rapper und rap so Sachen wie, ich überprüfe die Deep Throat-Technik deiner Tochter, was ja in deinen Texten ab und zu mal vorkommt. Und dann stehst du da zu jemandem und schießt ihn so gegenüber und hatte man manchmal das Gefühl, dass man auch so denkt, ja scheiße, der checkt das nicht so ganz, aber ist ein cooler Mensch, dem will ich jetzt irgendwie zeigen, dass das auch nur eine Facette von mir ist. Ach Quatsch, also da habe ich mich schon verabschiedet von diesem Gedanken. Ja. Nee, ich sag das dann genauso, wie du gesagt hast. Ich werde heute Nacht noch deine Tochter zum Deep Throat nötigen, sagen wir mal. Ja. Und dann ist das Eis gebrochen, der oder? Der weiß dann nicht, was ein Deep Throat ist. Der weiß dann nicht, was ein Deep Throat ist und denkt sich, das ist ein Candlelight-Dinner oder so. Dann passt das schon. Ja. Wenn Sie sich jetzt fragen, wer ist der Mann? Wer ist der Mann links neben mir gegenüber von Olli Schulz? Das ist Felix Blume, alias Kollege. Und jetzt kannst du in die Kamera schauen und 48 oder 49 Sekunden anhören, wie Sibylle Berg, die fantastische, berühmte Autorin, dich beschreibt. Ja, bin ich mal gespannt. Über 18 Jahre war Herr Kachelmann der Knuddelschweizer der Fernsehzuschauer. Momentchen, nein, stopp! Und musste stopp, dann erfahren... Stopp! Das Herr Kachelmann, jetzt Rapper! Nein, stopp! Da kann man schon mal durcheinander kommen. Er hat ja gewisse Sachen auch schon gemacht, die ich auch in meinen Texten mache, von daher. Nehmen Sie den Ball auf, Herr Kachelmann. Habe ich so gehört. Als Sie bei Pelzig gesessen haben, haben Sie gesagt, das ist alles Lüge. Alles, was man über Sie erzählt, stimmt alles nicht. So. Ja, darauf muss ich leider weiterhin bestehen. Aus rechtlichen Gründen, ja, damit Ihnen der Prozess nicht zusammenfällt. Generell so. Das ist vielleicht auch uncool, wenn man unschuldig im Knast sitzen, ist auch uncool, nehme ich mir jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Deswegen geben Sie es zu, wir machen eine Karte hin, dann hat es keiner gehört. Ganz kurz, ich will das nicht unterbrechen, aber das ist Felix Blume, alias Kollege, und der wird jetzt 48 Sekunden in die Kamera gucken, dann sagt Sibylle Berg was über ihn. Waren die Trikotagen grüner Politiker vor 20 Jahren noch ein... Sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr ey, noch eins und denk, ich bin raus hier. Und dann bin ich wieder bei Zirkus Halligalli. Echt jetzt. Das gibt es nicht. Das ist Felix Blume. Eigentlich müsste die Produktionsfirma müsste das jetzt. Das ist soll ich Felix selber machen? Nee. Was ist denn passiert? Ist er dann ein Mitarbeiter einen Schlaganfall oder was? Was ist los? Eine Sekunde, es tut uns wahnsinnig leid, wir müssen ganz kurz hier ein paar Sachen sortieren. All die Besprechungen, all die Konferenzen, all dieses Gebührengeld, was hier in diese Sendung reingeflossen ist. Und jetzt passt der Anschnitt auch nicht mehr, weil jetzt zwei Leute rauchen. Jetzt will ich rauchen. Nein. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Dann brennen zwei Zigaretten, da kommen wir doch niemals in den Anschluss. Ist doch egal, dann lassen wir das alles so drin. Das macht die Menschen. Würde ich auch sagen. Wir lassen alles so drin. Wir lassen das jetzt alles so drin. Es ist die erste Sendung, das kann mal schief gehen.
So, meine Damen und Herren, das ist Felix Blume. Er ist aber auch bekannt unter dem Namen Rapper. Ja, unter dem, er ist unter dem Namen Kollege aber auch bekannt. Und die berühmte Autorin Sibylle Berg sagt jetzt 48 Sekunden lang hoffentlich was über Kollege. Jung zu sein und Mann ist eine der anstrengendsten Krankheiten. Die heutigen Initialisierungsritten der Pubertierenden, die nicht das Zeug haben, um in Silicon Valley durchzustarten, sind mühsam. Um sich von allem weiblichen, weichen, lapprigen zu befreien, muss der halssuchende Muskel trainieren, zum Islam konvertieren. Früher wären es die Neonazis gewesen oder ein Kirchenchor, die dem jungen Mann Halt in der homoerotisch konnotierten Männergruppe geben und rappen. Ist man klug wie Herr Kollega, schafft man es fast so anspruchsvoll zu rappen wie Sido und weiß um die Vergänglichkeit von Ruhm, die gerade im Rap-Geschäft sehr schnell erfolgt, denn Rapper in einem skorpionesken Alter sind selten. Herr Kollega studiert darum Jura und wird vermutlich, wie unter Rappern üblich, ein Praktikum im Kanzleramt anstreben, um im Anschluss Justizminister zu werden oder Sozialarbeiter. Ja, Kollega, herzlich willkommen. Ist nicht so schlecht. Ist diese Jura-Geschichte, ist das so eine Art Fallback-Plan, Plan C, Jura studieren? Sicher, oder um die Kumpels rauszuhauen, oder? Ach, ich kann diese Jura-Geschichte auch nicht mehr hören. In jedem Scheiß. Du hast sie aber so oft erzählt. Nein, ich werde doch immer gefragt. Ja, aber ist das doch gut fürs Image, wenn man als Gangster-Rapper Jura studiert? Ja, die Jura-Geschichte, was soll ich dir sagen? Hast du aufgehört oder bist du noch am Start? Nee, ich bin ja scheinfrei. Staatsexamen mal irgendwann vielleicht noch, ne? Ich mache vielleicht noch ein Praktikum bei meinem eigenen Anwalt, so, der schreibt mir ein Scheinchen. So, und dann hole ich mir das Staatsexamen noch irgendwann ab. Ist scheiße, wenn man so Geschichte in die Welt damit sieht. Ich, aber nur, damit ich diese Interviews nicht mehr geben muss. Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch die Hölle in diesen ganzen YouTube-Hip-Hop-Portalen, dass man bei jedem Interview, was man gibt, ich habe mir ja viele von dir angeschaut, bei jedem, also keins geht unter 90 Minuten und muss immer seine gesamte Lebensgeschichte nochmal erzählen. Mhm. Wie müde ist man eigentlich davon, immer wieder zu erzählen, ja, hier vor 10 Jahren, da hat das alles angefangen, dann kam die erste Platte Alpha Gene, dann kam das. Ist das nicht ermüdend? Kannst du das überhaupt noch? Wie lange kannst du noch durchhalten? Es ist schwer geworden mittlerweile. Deswegen, ich sage auch viele Interviews ab mittlerweile. Und wenn es um sowas geht, Biografie, dann sage ich immer, bitte Leute, lasst euch was Neues einfallen. Und lasst euch zu meiner Biografie was Neues einfallen. Nach außen hin ist die Hip-Hop-Community ja wirklich immer one big family. Alle mögen sich. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich so. Es ist ja auch so, es ist ja auch ein knallharter Konkurrenzkampf, oder? Bis man da wirklich sich so irgendwie rausschält aus diesem Pulk von Hip-Hopern und dann wirklich, sag ich mal, so ein Unikat ist, so, hat bei dir ja auch ganz schön lange gedauert. So. Ich habe deine Karriere wirklich seit 10 Jahren verfolgt und du hast vor 10 Jahren schon über die gleichen Sachen gerappt, über die du jetzt rappst, bist aber damals nicht der Typ gewesen. War das dann so, dass du dir dachtest, scheiße, jetzt rappe ich über dieses Leben, hab damit Erfolg, jetzt muss ich auch so werden? So Tupac-mäßig, meinst du? Ja. So erst über Gangster gerappt und dann aus dem Ballettverein raus und dann auf die Straße. War der beim Ballett, Tupac? Ja, weißt du das nicht? Nein, weiß ich nicht. Ja, er war Balletttänzer und Schauspieler, kommt eigentlich aus einer guten Familie. Und du? Ich nicht. Ich war kein Balletttänzer, ne? Aber... Aber gute Familie? Ja. Gute Mama auf jeden Fall, finanziell nicht so gut dargestellt, aber sonst... Die neue Platte, die du gemacht hast, letzte Platte, Zuhälter Tape 4, war ja also wirklich nur Koks, Nutten, Sex und das ist so eine richtige, so eine Platte, um noch zu zeigen, wie real man ist, oder ist es einfach eine große Übertreibungsplatte, weil das Problem bei den Kids ja ist, also viele Kids kommen auf die Konzerte, die wollen ja eine Identifikation. Mhm. Meinst du, die raffen alle, dass das alles auch irgendwie eine große Show ist und wie oft darf man denen das sagen und sagen die dann irgendwann, ja, der ist ja gar nicht mehr real, der ist ja wirklich gar kein Zuhälter oder ähnliches. Wie hält man da die Gratwanderung? Also die Kids, die peilen das hundertprozentig. Ne, mein Publikum, sag ich mal, das ist auch sehr, sehr facettenreich. Geht von 13 bis, sagen wir mal, 50. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.